Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Green Hell Spirits of Amazonia 3. Das letzte Mal hier im Sumpf gestrandet. Ja, ne? Rüstung total kaputt, gegen den Kaiman und die Krieger gekämpft. Gerade so überlebt. Aber immerhin überlebt. Oh Gott. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Da geht's ja wieder gut los. Den erschieße ich direkt. Da mache ich. Gott sei Dank. Okay, dann bringt er mir hier noch ein paar Pfeile vorbei. Ansonsten. 4 Stück haben wir. Vielleicht können wir uns jetzt gleich nochmal ein paar machen. Einfach nur ein paar kleine Stöcker und dann sollte das funktionieren. Oh mein Gott. Menschenfleisch kann weg. Kammernfleisch ist mir leider ziemlich gut verbrannt. Oh, wir müssen uns auch unbedingt sauber machen. Federn hast du alle, ne? Ja, die Knochen brauchen wir nicht so dringend. Das passt schon. Vernünftigen Speer habe ich dabei. Das können wir schlürfen. Aus der Schale ist ja auch mit dreckigen Pfoten kein Problem. Nehmen wir tatsächlich. Mal gucken, was wir tragen können, ne? So kann ich auf jeden Fall noch laufen. Dann waschen wir uns. Und wir ziehen auf jeden Fall direkt weiter. Ich möchte heute unbedingt bei dem Dorf ankommen. Um zu gucken, ob wir vorher hier die ganzen Dinge erledigen müssen und dann das Ritual starten. Oder ob wir so schon ins Dorf ankommen. Das würde ich gern vorher mal kontrollieren. Danach gehen wir natürlich zurück hier ins Gebiet und erledigen sowieso erstmal alles, was wir hier noch machen müssen. Da freue ich mich auch schon drauf. Erstmal reißen wir hier die Bude ein, gibt noch mal ein paar Punkte. Wo hast du denn deine Axt hier? Da. Und vielleicht auch noch einen Stock. Jawohl. Ein Stöckchen, dass wir uns noch 2 Pfeile machen können. Naja, warte. So. Wie viel können wir? 2, ja gut, muss erstmal reichen. Alter, mein Inventar ist so. Oh Mist. Jetzt habe ich nur einen gemacht. Und der passt nicht mal mehr ins Inventar. Sekunde. Jetzt passt er rein, oder? Ja. Aber sonst nicht mehr viel. Haben wir noch? Ne, Verbände hast du komplett schon gemacht. Wir haben jetzt nicht so viel geschlafen, da war irgendwie die Zeit zu knapp zu. Aber was soll's, wir werden schon durchkommen. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein paar blaue Pilze. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal 27, 32. Wir sind jetzt hier in dem Quadranten. Ich denke mal, hier werden wir auch irgendwo Richtung Westen kommen, also hier rechts rüber. Müssten wir eigentlich. Lass uns einfach mal dran lang gehen. Machen wir 2 kleine Stöcker mit. Aber mach schön vorsichtig. Nirgends reinlatschen, bitte. Solange ich noch laufen kann, nehme ich auch die Stöcker noch mit. Oh, guck mal, da drüben sind die nächsten Hütten. Pass auf, dass hier nirgends einlatscht. Hier sind keine Wachen. Wieder nur so ein Dorf, um zu befreien. Noch ein Stammesfeueranzünder, ja. Und noch eine Legende.
biggest worm. Jede Menge gutes Material. Ich würde allerdings... nee, wir gehen jetzt erstmal weiter an der Wand hier lang. Hier wäre auch ein ganz guter Platz, um sich ein Lager zu errichten. Allerdings... Habe ich irgendwo eine Spinne gehört? Wait, jetzt hier rein? Schöne große Fläche, aber da gucken wir nochmal. Dann hätte ich gerne irgendwas, was näher an Abaku-Dorf liegt. Aber hängt alles davon ab, was passiert, wenn wir jetzt bei Jabba Waka ankommen. Jo, hier geht's durch. Richtung Westen? Ja, ja, ist richtig. Rechts oder links? Das erste Mal rechts. Ach ja, guck mal. Unser allererster Besuch bei Green Hill endete hier in diesem Camp. Da war quasi nur das Tutorial spielbar. Mehr gab es da noch gar nicht. Nur den Überlebensmodus. Was da alles dazugekommen ist. Wir probieren erstmal den anderen Weg aus. Hier gibt es nichts. Schon wieder rechts oder links. Aber da kommst du an dieselbe Stelle. Ja. Hier ist die Bootsanlegestelle, wo wir Mia mal gesehen haben. Und wenn ich weiß, wovon ich quatsche, sollte man in die vorigen Staffeln mal reingucken. Und hier kann man tatsächlich auch noch weitergehen. Aber ich bin der Meinung, das geht jetzt hier oben hoch. Wir nehmen jetzt erstmal, bevor hier wieder alles durcheinander geht, den Weg, den ich meine, an den ich mich erinnern kann, zum Jabba Waka Chef. Hier müsste jetzt rein theoretisch irgendwo eine Höhle sein. Ich hätte gerne die Nuss, wenn es möglich wäre. Zumindest mal eine. Und vielleicht nehmen wir uns auch noch eine Banane mit. Wenn es hier eine gibt. Sieht aber eher schlecht aus gerade. Aber auch kein Banani dran. Ja, guck mal, hier ist so eine Höhle. Dann sind wir jetzt hier unten tatsächlich. Oh. Und kommen jetzt hoffentlich hier durch. Hier ist doch mit Sicherheit ein Skorpion irgendwo, oder? Ich höre keinen, ich sehe keinen. Hier rechts geht's raus, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Wir müssen hier lang. Geradeaus durch. Ich sehe tatsächlich keinen Skorpion. Ja! Leute, ich glaube, da ist es. Jo. Wait a second. The Round Village. This is it. Ah, wir haben es gefunden, endlich. Alter Schwede. War ja eine schwere Geburt wieder. Aber es war auch schon relativ lange her. Und es sah alles ein bisschen anders aus diesmal. Und hier sind sogar noch ein paar lecker Pilze, die uns ein bisschen Energie geben, wenn wir die gleich noch brauchen. So. Jetzt nur nicht auf den letzten Meter noch einknicken. Oh Gott, bin ich zu schwer oder was? Oh gut. Jetzt geht's doch schon wieder. Du kannst auch gleich mal das vergammelte Schnitzel da essen.
Wie kann man denn hier runter? Oh, ah, da ist ein Baumstamm, okay. Bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Vielleicht müssen wir auch einfach nur zurücklatschen und erstmal alle Aufgaben erfüllen. Halt! Da raschelt's. Ich mag's nicht, wenn's raschelt. Wie kommst du denn jetzt hier runter? Naja, ich glaube ein bisschen weiter da hinten. Müsste man tatsächlich noch eine ganze Weile latschen. War hier nicht irgendwo ein Baumstamm? Na, also hier nicht. Lauf mir bitte nicht in irgendwas rein. Aber hier, ja, könnte man auch fast schon runterspringen. Irgendwo kann man doch hier auch ein bisschen souveräner runter, oder? Und hier mal auf jeden Fall. Aber hier kannst du doch locker runter. Oh, ich habe Egel. Warte mal, die pullen wir uns mal schnell weg. So, was marschiert hier rum? Okay, das geht ja noch. Oh Gott. Nein, scheiße. Erstmal die Ameisen reingelatscht, nur Augen für den kleinen Armadillo da gehabt. Da ist ein Schwein, das geht auch. Hier haben wir tatsächlich irgendwann mal eine recht große Base gebaut in irgendeiner Staffel. Hier doch eine ganz gute Fläche gab, die man bebauen konnte. Einzige Problem waren nur diese ganzen Baumstämme, die hier rumliegen. Die haben ein bisschen gestört. Die müssten wir jetzt so langsam ins Dorf kommen und auch schon wieder dafür sorgen, jo, dass wir einen Unterschlupf bekommen. Für die Nacht. Guck mal, hier gibt es so ultra viele Bananas. So, Stammeskrieger, was geht ab? Darf ich rein oder darf ich nicht rein? Wir sind angekommen, Leute. Boah, guck so böse. Oh, oh, Fletcher. Fletcher. Hey, Chief Queenie. Dahi Bocha. Lemaga. Nee, den Schlangenpass. Okay. Pass. The chief was supposed to be here. Oh, fuck. Also darf ich nicht rein. Okay, lass mal Tagebuch gucken. Nee, den Schlangenpass. Alles klar. Die nächste Herausforderung, die wir haben. Der Glücksfisch. Der größte Wurm, der süßeste Stoff. Wenn er voll ist, wird er zum Dorf kommen. Gibt mir das einen Hinweis auf den Schlangenpass hier? Nee, ne? Da haben wir auch noch nicht genug von, glaube ich. Aber es gibt mal wieder eine ganze Menge. Ich glaube, 4 Stück habe ich jetzt gezählt. Okay. Finde den Schlangenpass. Großartige Hinweise habe ich jetzt nicht mehr hier auf der Karte. Das heißt, wir müssen das Gebiet sowieso erkunden. Dann wird es Zeit, dass wir uns jetzt doch eine Base hinstellen. Und ich würde sagen, die bauen wir uns beim dann erstmal beim Habaku-Dorf auf. Aber im Trailer habe ich, wie gesagt, eine neue
einen neuen Kartenteil gesehen. Dachte, wir könnten uns da was aufbauen. Das war natürlich erstmal jetzt ein kalter, weil wir da noch gar nicht hinkommen. Scheiße, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier zurückkomme überhaupt. Und ob ich das noch rechtzeitig schaffe, da bis dahin, wo wir eben gestartet sind. Dann würde ich nämlich da pennen. Und wir machen uns zurück zum Habakuldorf dann am nächsten Tag. Und bauen uns da dann eine kleine Basis auf und erforschen erstmal das Gebiet. Und machen erstmal die Aufgaben da fertig. Finde den Schlangenpass. Das ist natürlich die Frage, ist das jetzt hier irgendwo? Hier geht's auf jeden Fall mal hoch. Das hast du eben schon mal nicht gesehen. Dann müssen wir wieder zur Höhle zurück. Die war hier unten 37,29. Also einfach nach Norden. Fragen über Fragen, ne? Ja, warte mal. Wir bauen uns hier ein Shelter auf. Das würde ich jetzt nochmal schnell machen. Und zwar unten am Wasser. Sorry, aber kurzfristig umentschieden. Schaffst du nicht überladen. Wie ging es denn jetzt hier runter? Ich würde mich hier nochmal umgucken wollen, ob ich den Schlangenpass finden kann. Wo ist denn jetzt dieser. Hier lang trippelt. Wo ist denn mein Stein, auf den ich eben gesprungen bin? Hier. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt in dunkelster Nacht da im Sumpf rumzurennen und wieder vor den Hermanen wegzulaufen. Dann machen wir einfach hier nochmal. Weiß nicht, so ein Baumstammschelter oder. Also so ein größeres oder einfach nur eins zum Pennen. Hier vorne direkt an der Pfütze. Bauen wir uns jetzt was auf. Auf geht's. Machen wir es mit Rahmen hier oder? Ja, komm. So, hier mitten im Weg. Zack. Ich hoffe, da kann ich auch ein Bett drunter packen. Das sollten wir mal gleich ausprobieren, vielleicht. Ja, super. Dann schlafe ich hier in der Pfütze. So, alles klar. Jetzt mal kurz ein bisschen Zeug hier lassen, dass ich auch irgendwas noch tragen kann. Das wäre ziemlich gut. Und es wird schon wieder ganz schön dunkel, Leute. Aber wir haben ja die große Axt, damit sollten wir relativ schnell was umgedroschen kriegen. Wie schön schnell das geht. Das ist schon mal eins. Zwei. Ich würde sagen, wir machen erst ein Feuerchen. Ey, Schwein, geh weg. Dich brauche ich nachher erst. Die will ich nachher erst essen. Nach getaner Arbeit.
wir genug. Dann können wir uns hier vielleicht auch schon mal ein bisschen Knochenrüstung oder sowas vielleicht machen. Obwohl, ich weiß gar nicht, habe ich genug Knochen? Ja doch, ich kann ja Schweine jagen. So, das zünden wir uns noch an, dass wir wenigstens ein bisschen Licht haben. Wir müssen dringend trockene Blätter besorgen. Ach scheiße, ich Idiot. Wenn es jetzt regnet, haben wir ein Problem. Ja, im Augenblick sieht es noch gut aus. Müssen wir schnell das Shelter aufbauen. Ich schleppe halt einfach zu viel Kram mit mir rum. So, hatte mir das aber auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir wohnen jetzt schon irgendwo auf der neuen Karte. Hat nicht so gut funktioniert. Aber ich brauche dann auch das Metall, um eine neue Rüstung zu bauen. Wo waren jetzt hier die anderen langen Stöcker, wenn ich mal so fragen dürfte? Hier doch bestimmt, oder? Nein, so Mist, ich brauche die anderen langen Stöcker. Okay, hier habe ich einen Baum umgelascht, in die Richtung. Und den anderen? Wo habe ich denn den umgeknüppelt? Hier. Wir müssen da hier irgendwo auch die langen Stöcker liegen. Ah. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Jetzt nur noch mal eben ein Dach drauf. Ja, tu dir keinen Zwang an. Danke. Wie er sich überall breit macht, ne? Kein Wunder, dass die Eingeborenen ein bisschen stinkig immer sind. Hier irgendwo 30 Shelter in deren Gebiet baue. Aber lieber einmal mehr speichern als einmal zu wenig. Haben wir noch eine Palme hier? Ein paar Blätter von herkriege, da. Dann werden wir uns auch gleich mal so ein köstliches Schwein vielleicht nochmal jagen. So, 4 Palmenblätter brauchst du noch. Dann kannst du schon mal hier deine Kochstelle aufbauen. Da nehme ich. Und 3, 4, so. Haben wir auch ein Dach drüber, dann kann es der Regen auch nichts mehr anhaben. Huh, jetzt habe ich auch noch das Schwein verjagt, das ich gleich essen wollte. Und das Bett steht auch schon fertig. Sehr gut. Dann speichern wir noch eine kleine Runde. Mal waschen. Wasser holen.
Ja, Mist. Und Schwein jagen gehen. Beziehungsweise, ich würde vielleicht mal. Zumindest während ich jetzt jage. Hör's, ich sehe es nicht. Wo ist es? Da kommt's doch. Mega. Lecker Pekari und nicht weit bis zum Feuer, weil wir werden gnadenlos überladen sein. Aber ich kann sogar noch alles mitnehmen, das ist gut. So. Fleischsüppchen und ein Pilzsüppchen würde ich nehmen. Die Pilze können wir uns reinhauen, die vergammeln. Naja, jetzt noch nicht, aber bald. Die vergammelten Dinger machen wir weg. Sehr gut. Nuss kannst du essen? Du bist schon wieder dreckig durchs Schwein ausnehmen. Denk bitte dran. So, vielleicht gibt es ein bisschen Wasser aufzufangen. Dann lassen wir die Schale mal hier. Dann würde ich gucken, dass wir uns aus dem Palmenblatt aus dem Bananenblatt und den Knochen nochmal ein Rüstungsteil machen. Denn unsere Rüstung ist leider schon ganz schön im Arsch. 9% hat die Metallrüstung nur noch. Die hat es hinter sich. Hier und an den Beinen habe ich, glaube ich, gar nichts mehr. Ne? Die ist kaputt. Die hat noch 16%. Okay. Können wir die zerstören? Ne, was können wir denn? Oh Gott. Was können wir überhaupt mitmachen? Gar nichts? Okay, anscheinend nicht. Dann bleibt sie halt liegen. So, was sagt denn die Uhr? Oh, wir müssen schlafen. Sehr gut, sauber sind wir auch wieder. Ich denke mal, das Fleisch ist gleich durch. Ja, ist es auch. Wäre schön, wenn mir das diesmal nicht verbrennt. Bin ich auch immer sehr gut drin. Das lassen wir noch eben durchköcheln. Und dann hauen wir uns mal eben aufs Ohr. ja, wir müssen unbedingt was trinken und wir brauchen Kohlenhydrate. War ich nicht da hinten gerade einen Bananenbaum? Mit Bananen dran? Habe ich doch gesehen. Ja, immerhin zwei, das sollte erstmal reichen. Kohlenhydrate reingeballert und ordentlich was getrunken. Jetzt warte ich eigentlich nur noch aufs Fleisch, dann können wir pennen gehen. Die Schildkrötensuppe ist dann für morgen früh. Sehr gut. Und dann schauen wir uns hier nochmal eben um, ob wir hier den Schlangenpass direkt entdecken können. Wenn wir da nichts finden. Machen wir uns erstmal zurück zum Habakudorf. Und erfüllen erstmal deren Vertrauensaufgaben. Machen wir den Tausender wieder voll, ne?
So, was ist denn? Fleisch? Fertig. Sehr gut. Weiß nicht, das Feuer würde ich vielleicht nochmal anlassen. Ich glaube, ich habe auch ein Stück Kohle dabei, ne? Jo, schmeiß das rein. Sehr gut. Dann gehen wir mal pennen. Und zwar auf jeden Fall so bis 8. Ah, halb 8. Mal Viertel vor. So, rein mit der Kohle. Kurz Werte checken. Wir brauchen Fett und Protein. Irgendwo Protein haben wir dabei, das ist kein Problem. Essen wir erstmal den alten Kaiman. Und dann einen Pekari. So. Der Schlangenpass. Das ist ja ein relativ abgegrenztes Gebiet hier, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir hier irgendwo hin könnten. Ich würde hier oben erstmal an der Wand lang gehen, das heißt hinterm Dorf quasi. Dann fangen wir doch hier an, nordöstlich vom Dorf. Hier muss ich lang. Ja, was habe ich denn jetzt? Habe ich einen Igel? Ach so, die Rüstung wolltest du noch machen, ne? Wir konnten ja ihn geht. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Da brauchen wir ja eigentlich nur. Was? Mann, wir brauchen einen Seil, Moment. Was hier nicht wieder alles denken muss. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Warum kann ich denn kein Bananenblatt aufheben? Hä? Okay. Ist das richtig so? Erstellen, ja, so rum geht's. Okay, dann waren es, glaube ich, drei Knochen. Und zwei Seile oder eins? Zwei, ne? Jo. Passt hier rein? Nö, im Leben nicht. Okay, warte. Nein, nicht wegflippen. Erstellen, zerstören. Ich würde sie gern anziehen, wenn es machbar wäre. 9%, 54. Ja, sehr gut. 94% haltbar. Wir brauchen zwar bald auch wieder eine neue, aber jetzt haben wir wieder überall eine dran. Auf geht's. Müssen wir jetzt erstmal am Dorf vorbei? Ist der Typ hier noch? Naja, klar. Hätte sein können, dass er mal schläft oder eine Pinkelpause macht oder was weiß ich. Hier, der Leguan darf durch. Hallo. Ah, okay, da kommt er. Hey! Ja, ich hab's verstanden. Also angreifen tue ich ihn jetzt nicht. Das macht wenig Sinn. Dann lass uns lieber gucken, ob wir diesen ollen Schlangenpass hier hinter dem Dorf finden. Oh, hier gibt's Federn gratis. Da weiß ich nämlich tatsächlich, habe ich keine Ahnung, wo der sein könnte. Aber warum nicht hier irgendwo? Wo sind wir? 31, 35. 31, 35.
jetzt noch ein bisschen nordöstlich. Also hier lang. Oh ja, tatsächlich, das ist diese ominöse Ecke, wo ich hin wollte hier. Aber hier geht es auch nur weiter, wenn hier eine Höhle wäre, sonst ist hier nichts. Nein. Okay, schade. Auch nichts zum Klettern. Also hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Das war kein Schwein. Das gibt's doch nicht. Da hat man einen Speer mitgenommen. Ah, okay, es... Das hat ihn dahin gerafft. Ein paar Schläge mit der Machete und ein Speer. Gut, dann wurde er nicht in den Kopf getroffen. Gut, dass ich mir nochmal eine Rüstung gebaut habe. Uiuiui. Oh, kein Platz mehr. Na gut, dann nicht. Ich fürchte fast. Warte mal, wo ist denn jetzt? Schlange. Dass wir hier nicht mehr so ohne weiteres rauskommen. Okay, jetzt haben wir jede Menge Federn. Wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir müssten fast schon einmal rund sein, oder? Jetzt sind wir bei 34. Ja gut, jetzt sind wir ganz hier hinten in der Ecke. Kann natürlich sein, dass ich hier... Warum hat er jetzt so geladen? Keine Ahnung. Da geht doch was hoch. Aha. Wo kommen wir denn hier hin? Noch nicht angezeigt, aber tatsächlich 35. Ganz hier oben in der Ecke. 3, 4, 5, ja, tatsächlich hier. Gibt es nochmal eine Kletterstelle? Lass uns gucken, wo es hingeht. Was? Kletter mal bitte. Ah, danke. Noch ist es hell genug. Jetzt muss nur wieder aufpassen. Ah. Wir sind jetzt hier irgendwo wieder rüber geklettert. Jetzt ist mir die Frage, sind wir jetzt in irgendeiner Höhle? Ich weiß es nicht. Am liebsten wäre mir, wir würden jetzt eine Legende finden. Wer? Oh Gott. Nochmal die genaue Kartenposition aufgezeichnet. Oh, da geht's hoch. Eieiei. Und hier geht's runter. Oder was?
Hier geht's nur zum See. Dann lass mal gucken, was uns das nach oben bringen würde. Hier geht's auch noch lang. Okay, wo sind wir jetzt? Kein neuer Ort? Das ist nur ein Schwein. Wo sind wir denn jetzt hier? Sechsunddreißig, siebenunddreißig. Hier nicht. Wir sind tatsächlich hier irgendwo rausgekommen. Hier sind wir geklettert. Und wir sind jetzt hier auf unserer alten Map, kurz vorm Zuhause. Was zum Teufel? Alles klar, 36, 37 ist tatsächlich diese Höhle. Das heißt, wenn wir jetzt einfach ein Stück nach Westen weitergehen, müssten wir zu Hause ankommen. Oder ist das Lager? Wir müssen... Oh, hä? Da sind wir ganz hier in der Ecke rausgekommen? Ja. Hier. Das ist ja absolut crazy. Das nenne ich mal einen schönen Shortcut. Oh, das ist ein Vogelnest. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt hier am dümmsten. Da ist ein Baumstamm. Das ist ja super kurz bis nach Hause. Frage ich mich, hat es die Höhle schon vorher gegeben? So, da sind wir. Können wir uns direkt nochmal wieder ein paar Kleinigkeiten aufbauen. Und uns nochmal eine Metallrüstung schmelzen. Oder ähnliches, vielleicht beim nächsten Mal. Und dann gehen wir durch die Höhle dann auch direkt wieder zurück. Dann haben wir es eigentlich nicht weit, haben echt eine kurze Verbindung. Wenn ich bedenke, wie lange wir jetzt gebraucht haben, dahin zu latschen, ist das ja der helle Wahnsinn. Leute, wir müssen aber auch Schluss machen. Das hat mich ja jetzt geflasht mit dem Shortcut. Dann würde ich sagen, ich speichere hier nochmal ab, was soll passieren. Den Schlangenpass müssen wir immer noch suchen. Aber das war schon mal wirklich ein ziemlich cooler Weg, den wir da heute eingeschlagen haben. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache mal Feierabend. Das muss ich erstmal verarbeiten. Ich denke, wir machen sogar bei den Habaku dann weiter. Und vielleicht stoßen wir dann irgendwie mal per Zufall auf den Schlangenfluss. Fahrt. Na, ihr wisst schon was da. Zu dem da. Zum Häuptling. Ja. Ne? Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Runde. Greenhill, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Der Schlangenfluss.
Rad-Ding ist.